Bei den Verliebtenzahlen kennst du dich nun richtig gut aus. Verliebte Partner kannst du spielend leicht benennen. Und du weißt, dass bei zwei verliebten Zahlen immer 10 rauskommt. Was hast du da eigentlich gemacht? Du hast die 10 jedes Mal zerlegt. Wenn ich 10 Finger habe, dann weißt du, ich könnte die 10 zerlegen in 4 und 6. Oder ich könnte die 10 zerlegen in 2 mit 8. Das kannst du nun sehr sicher. Und hier in diesem Meilenstein geht es auch um das Zerlegen. Doch wollen wir diesmal nicht die 10 zerlegen, sondern alle Zahlen von 1 bis 9. Das zeige ich dir hier in diesem Meilenstein. Hier siehst du ein Zahlenhaus und hier oben sind die Zahlen von 1 bis 9, die wir hier in diesem Meilenstein zerlegen wollen. Nehmen wir uns zum Beispiel einmal die 3. Die 3 wollen wir nun zerlegen. Schauen wir uns doch dazu mal 3 Stifte an. Wir könnten ja zum Beispiel sagen, ich packe 2 Stifte hier auf die linke Seite und einen Stift hier auf die rechte Seite. Dann habe ich hier 2, eine 2 mit 2 Punkten und auf der rechten Seite kommt die 1 hin mit einem Punkt. Denn 2 Punkte und einer macht zusammen 3 Punkte. Ich könnte aber auch sagen, ich packe auf die rechte Seite 2 Stifte, dann bleibt links nur ein Stift und auf der rechten Seite sind es 2 Stifte. Ich könnte aber auch sagen, ich packe alle hier rüber auf die rechte Seite, dann bleiben mir auf der linken Seite kein einziger Punkt und auf der rechten Seite sind es dann 3 Stifte. Demzufolge die 3 mit den 3 Punkten der 0 und 3 zusammen macht auch 3 Stifte. Ich könnte aber auch sagen, ich packe alle hier auf dieser Seite. Dann hätte ich auf der linken Seite die 3 und auf der rechten Seite die 0. Das sind alle möglichen Zerlegungen für die Zahl 3. Ich kann die 3 zerlegen in 2 und 1, aber auch in 1 und 2 oder in 0 und 3 oder auch in 3 und 0. Das sind die möglichen Zerlegungen für die Zahl 3. Schauen wir uns mal noch ein anderes Beispiel an. Schau einmal. Hier habe ich die Zahl 6 für dich zerlegt. Die 6 kann ich zerlegen in 0 und 6, denn das macht zusammen 6. Aber auch in 1 und 5, das macht auch zusammen 6. In 2 und 4, in 3 und 3, denn 3 Punkte und 3 Punkte machen zusammen 6 Punkte. Ich kann die 6 aber auch zerlegen in 4 und 2, 5 und 1 sowie in 6 und 0. Fällt dir etwas auf? Ich habe die Zerlegungen der Reihe nach hingelegt. Das ist ein kleiner Tipp, wenn du dir unsicher bist, ob es noch eine weitere Zerlegung gibt, die du noch nicht gefunden hast. Dann kannst du die Zahlen einmal ordnen und so siehst du, ob du wirklich alle Zerlegungen gefunden hast. Und noch ein kleiner Tipp, du kannst ja schon zählen. Wenn du hier zum Beispiel eine 6 hast, dann musst du wissen, es gibt 7 mögliche Zerlegungen, einer mehr. Vorhin bei der 3
hatten wir 4 Zerlegungen gefunden. Einer mehr. Und so wirst du dann zum Beispiel bei der 8. Was meinst du, wie viele Zerlegungen gibt es bei der 8? Du musst dort 9 Zerlegungen finden. Und so übst du das mit Hilfe des Zahlenhauses für alle Zahlen von 1 bis 9, so lange bis du dir sicher bist, und dann geht es mit der Stufe 2 weiter. In der Stufe 2 musst du die Zerlegungen aus dem Kopf benennen können.